Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Geheimnis der Druiden. Gibt es heute noch Druiden? Die Antwort ist ja. Die Frage ist nur, sind jene, die sich heute Druiden nennen, wirklich Druiden? Das wollen wir jetzt feststellen. Und ich würde mir wünschen, dass viele, die Druiden sind oder sich nennen, diesem Vortrag hören. Zunächst einmal, wenn man diesen Begriff Druide hört, stürzt sich natürlich alles nicht aufs Buch des Lichts, leider, sondern auf Wikipedia. Und wollen wir mal sehen, Wikipedia ist natürlich eine Organisation, die viel Unsinn verbreitet und auch einiges Wahres. Sei es mich betreffend oder jetzt die Druiden. Schauen wir mal. Wikipedia sagt, dass die Druiden eine kultische Gesellschaft waren. Na, dem hängt so ein bisschen ein Geruch von Illegalem an, von Okkultem in dem Sinne von schwarzer Magie. Das wollen wir gleich mal festhalten, das war es nicht. Ja, man unterscheidet in Wikipedia oder man sagt zunächst mal gleich, die heute vorliegenden Erkenntnisse stammen überwiegend aus römischen und mittelalterlichen christlichen Quellen. Das mag sein. Die Erkenntnisse des Buchs des Lichts gehen Millionen von Jahren zurück. Das ist der Unterschied. Aber ich will nichts vorwegnehmen, meine Lieben. Ich bleibe mal bei Wikipedia. Da spricht man von Barden, von Dichtern, Sängern, Unterhaltern. Ja? Gibt so ein bisschen den Eindruck, als ob das alles nur so Gesänge wären, die da eigentlich keine wirkliche Bedeutung haben. Wer so denkt, denkt falsch, meine Lieben. Sage ich euch gleich. Wenden wir uns mal der Bedeutung des Wortes oder der Herkunft des Wortes Druid zu. Da vermutet man verschiedene Ursprünge. Einmal kann es bedeuten eine Eiche. Andere sagen, die Misteln von Bäumen waren Heilkunst von Druiden. Meine Lieben, das sind alles Wirkungen, keine Ursachen. Man beruft sich auf ein Wort, Druid oder Druids, Voraussehender, Wahrsager. Naja, das kommt schon ein bisschen eher dahin. Eiche, Wahrsager. Es kommt auch ein Begriff, der also da schon näher kommt. Eidon, das Griechische. Ich erblickte, erkannte. Ja, was hat er denn erblickt und erkannt, der Druid, ja? Demnach sagt man, ein Druid ist ein besonders Weitsehender, ein besonders viel Wissender. Kann ich gleich einhaken, es ist ein besonders nach innen Sehender. Ja, das ist richtig. Völlig exoterisch und mit Sicherheit an der Sache vorbei ist der Begriff Eichenkundiger. Ja, wir haben es hier nicht nur mit Bäumen zu tun, meine Lieben, sondern mit weit mehr, es sei denn, man meint hier den Baum der Evolution und der Schöpfung, aber das ist was anderes. Druid kann auch bedeuten Gelehrter, ja, bitte. Nun haben wir dann die Aussagen von Gaius Julius Caesar, von denen ich einige weit von mir weise, denn der hat gesagt, die hätten da auch schwarzmagische Riten gemacht, da mag es einige gegeben haben, aber das hatte mit dem wahren Druidismus nichts zu tun. Wikipedia sagt, dass man archäologisch Druidentum schwer nachweisen kann. Lest das Buch des Lichts, da kommt er schon eher drauf.
Man konnte angeblich Gräber von Druiden nicht feststellen. Stimmt nicht, sagt das Buch des Lichts. Man geht in die keltische Frühgeschichte. Ja? Also, vor Christi. Wie weit vor Christi? 200? Buch des Lichts geht 20 Millionen vor Christi. Und zeigt druidischen Ursprung. Meine lieben Druiden, aufgemerkt. Hier kommt zum ersten Mal enthüllt die Wahrheit über die Druiden. Und darum will ich jetzt auch gleich mal Wikipedia überspringen. Oder von Wikipedia auf das Buch des Lichts kommen. Und da sehen, was ist eigentlich die wahre Bedeutung der Druiden. Wir, meine Lieben, haben ein druidisches Erbe. Und darum muss ich jetzt mal nach Buch des Lichts Geschichtskunde sozusagen zurückgehen in die Zeit. Erstmal in gleicher Weise etwa wie Wikipedia vielleicht, aber mit ganz anderer Bedeutung. Und dann gehen wir noch weiter zurück. Und sehen, dass sogar druidische Worte Millionen, da verschlägt es mir schon die Stimme, Millionen von Jahren alt sind. So wie der Druidismus selber. Aber jetzt bleiben wir mal sozusagen auf dem okkulten Teppich. Gehe ich etwa zurück bis 400 nach Christi. Da wissen wir ja, da war, naja, das die dunkle Zeitalter sozusagen. Ja, das dauerte etwa 800 Jahre. Ja, das war vor dem Beginn des Mittelalters. Da war wirklich in Europa, kann man sagen, ein barbarischer Zustand. Das, die einzige Gelehrsamkeit war in den Klöstern, aber da lag es wie etwas Latentes, Ruhendes. Nur die Mönche haben sich damit befasst. Wie sah die Welt außerhalb der Klöster aus, meine Lieben? Das muss man mal sagen, weil das hat auch damit zu tun. Keiner konnte lesen und schreiben. Keiner. Die Könige waren eine kleine Ausnahme. Inwieweit? Sie konnten gerade mal ihren Namen schreiben und haben da was unterschrieben. Irgendwelche Erlasse, die per Stimme weitergegeben wurden, per Ausrufer. Und dann zeigte man da so eine Unterschrift. Und alle haben gestaunt. Oh, der König kann schreiben. Gar nichts kann der. Gar nichts. Das waren bereits gefallene Könige, meine Lieben. Das waren die Vorgänger der Narren, die sich heute Könige und Prinzen nennen. Und wenn ich Narren sage, bin ich sehr freundlich, sehr freundlich. Gut. Also in der Zeit zwischen 400 und 800 vor Christi, nach Christi, Entschuldigung, gab es keine Bildung. Da gab es keine Anstandsregeln. Ja. Es gab ein Volk, und es waren die Waliser. Die hatten die seltsame Angewohnheit, sich die Zähne extrem zu putzen. Das kann man sagen. Die haben sich die Zähne geputzt. Jeden Tag, immer wieder. Ich könnte sagen, Putzzwang, würde ein Psychologe sagen, vielleicht. Aber ansonsten gab es zu dieser Zeit, 800 Jahre lang, von 400 nach Christi bis 1200 nach Christi, nur arme Sklaven und ungebildete Reiche. Es herrschte die Macht der Faust. Es gab äußerlich gesehen keinen Fortschritt. Keine Ideale. Also sicherlich gab es irgendwo welche, aber
Generell war das kontinentale Europa und in England, das war barbarisch. Das geschah aber alles, meine Lieben, mit der Duldung der Meister, damit in den Menschen das Verlangen entstand nach mehr. Wir können doch nicht nur arme Sklaven sein und reiche Ungebildete. Ja, sondern man wollte mehr. Etwas, eine Bewegung geschah, die war auch monadisch aktiviert. Mit Bewegung meine ich nicht unbedingt jetzt die materielle Zivilisation, welche aus der mohammedanischen Welt einsickerte, sondern ich rede von einem monadischen Impuls, einem geistigen Impuls. Der entstand im Menschen. Die wollten nicht mehr dieses Rohe. Ja? Man muss aber allerdings sagen, meine Lieben, zur Ehre der heute so entmenschten, verdorbenen und, man kann fast sagen, satanischen Monarchie, dass der spirituelle Impuls im Adligen damals kam. Ein bisschen. Er war unzufrieden mit seiner Situation. Das war aber nicht wie eine Gesellschaftsklasse. Das ist ganz wichtig, weil um Druidismus zu verstehen, muss man diese Instruktionen haben. Da begann das Rittertum. Und das baute sich nicht mehr nur auf Muskelkraft auf, meine Lieben. Auf Stärke, auf Grausamkeit, wie es ja 800 Jahre lang war. Sondern da gab es Edelmut, da gab es Großzügigkeit. Der Schwache sollte beschützt werden. Man empfand Pflichten, Verantwortlichkeit. So entstand das Wort Edelmann. Ja, das war der neue monadische Idealismus. Und eine Legende entstand, die aber nichts anderes war als altgeheim gehaltenes Wissen in Form von Legenden, wieder erwachend, meine Lieben. So wie aus den Religionen der Vergangenheit, aus diesen symbolischen Lehren das Buch des Lichts jetzt erwacht, als heiliger Gral, der uns zurückführt zur Monade, zu unserem monadischen Selbst, bildete sich für die Zeit des Rittertums die Legende vom heiligen Gral. Jetzt kommt, was man zunächst annahm. Es ist ein Kelch oder es sei ein Kelch. Daraus hat Jesus beim letzten Abendmahl getrunken. Das ist natürlich, Entschuldigung, Unsinn. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass die Legende überlebt hat, die dann, jetzt kommt's, von den Druiden wieder richtig verstanden wurde. Man sagte, durch große Reinheit des Lebens, durch Edelmut, Stärke des Charakters, konnte der Ritter eine Vision vom heiligen Gral erlangen. Und das bescherte ihm oder verlieh ihm Ruhm, Frömmigkeit, Glück. In Wirklichkeit, lehrt das Buch des Lichts auch, erlangte er einen Blick in die Monade. Wir verharren einen Augenblick im ehrfürchtigen Schweigen, meine Lieben. Die Monade ist der heilige Gral. Wer sich von allem löst, dem sind alle Sünden vergeben, in dem Sinne, dass er von ihnen nicht mehr befallen wird. Der heilige Gral. Jetzt verstehen wir, vielleicht langsam allmählich,
die wahre Bedeutung der Druiden und des Druidismus. Die Legende, die später noch verhüllte die wahre Bedeutung der Monade, das war die Geschichte von König Arthurs, von König Arthur, beziehungsweise von König Arthurs Tafelrunde. Und jemand dort, der reine, herzige und tapfere Parsival, hatte die Frage nach dem Gral gestellt, hatte in ihn hineingeblickt durch seine reine Lebensweise, und er war Vorbild. Und nun trachteten die jungen Männer danach, Parsival zu werden. Das ist, was zu der wahren Bedeutung des Heiligen Grals führte, was uns natürlich im Buch des Lichts enthüllt ist und auch in der Lehre des Buddha. Seine Schüler waren meist junge Menschen aus gutem Hause und auch königlichem Hause auch. Sie waren erfüllt mit Kundalini. Und er sagte, wenn ihr reinlebt, keusch, einmal am Tag etwas esst, nur meditiert, dann wird Kundalini in euch durchbrechen, eure obersten Chakren öffnen und ihr werdet leuchten. Ja? Ihr seid dann erleuchtet. Physisch gesehen, meine Lieben. Das ist auch, und darauf werde ich einige Male jetzt zurückkommen, die wahre Bedeutung des heiligen Scheins. Und diese Heiligen, die fielen später, und dann setzten sie sich eine wirkliche Krone auf und degenerierten zu dem, was wir heute sehen, als Könige, Prinzen, als die Aristokratie, was nur ein entmenschter, degenerierter, entschuldigt das böse Wort, Haufe ist, für den es besser wäre, man würde ihn enteignen und zur Arbeit ins Büro schicken. Zurück zur wahren Geschichte des Grals und des Druidismus, wie enthüllt im Buch des Lichts. Das war also verhüllt noch die Artus-Sage, und ein walisischer Mönch, ein gewisser Monmouth oder Monmouth, würde man sagen, hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der Könige von Britannien. Und damit, meine Lieben, hat er die wahren Könige gemeint, die druidischen, deren reines Leben dazu führte, dass sie, wenn sie in einen dunklen Raum gingen, buchstäblich leuchteten, einen heiligen Schein hatten. Und seht euch das, was heute sich da so präsentiert, an. Meist nur königliche Hurenböcke. Entschuldigung, ich nehme das Karma dafür auf mich. Denn die Zeit ist gekommen, meine Lieben, dass auch die Druiden wieder Druiden werden. Vielleicht sind es schon viele. Schließt euch uns an, dem Buch des Lichts. Werdet wieder, was ihr seid, Götter im Werden. Druiden. Ja? Aber wenn wir uns Frankreich und England ansehen, da wurden diese Geschichte von den Königen von Britannien, diese Legenden, die wurden so populär, dass man in Frankreich und England sogar zum Teil die eigenen Nationalhelden vergaß und Druiden an die Stelle dieser Nationalhelden setzte. Zum Beispiel einen walisischen Druiden
Anführer der Druiden, der wirklichen Druiden, den Arthur. Der hatte ja auch im 6. Jahrhundert einige wichtige Siege, kann man sagen, über die Engländer errungen. Ja, man nannte ihn eine Zierde der Könige. Und für die Waliser hat das ja bedeutet, dass er zurückkehren wird und die Engländer besiegen. Aber meine Lieben, das ist schon wieder eine Vermenschlichung und Anthropomorphisierung des wahren Heiligen Grals, der Monade. Jemand, der in die Monade gesehen hat, kämpft nicht mehr. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Darum ist wichtig, dass wir die Geschichte der Menschheit von der rechten Sichtweise aus betrachten. Nicht nur 100 oder vor 100 vor Christi, nein, 150 Billionen vor Christi, meine Lieben, Ehre sei dem Buch des Lichts. Aber wir sozusagen schleichen uns vorsichtig heran an den damals wiedererwachten Druidismus. Wiedererwachten Druidismus. Wenn wir uns mal die Römer im 1. Jahrhundert ansehen, die haben die südliche Hälfte Britanniens erobert. Die haben den Druidismus verboten. Denn das war die einheimische Religion. 1. Jahrhundert nach Christus. Aber wie die Römer weggegangen sind, im 5. Jahrhundert nach Christus, da lebte die Religion, da lebte der Druidismus wieder auf. Man hat die Überzeugung nicht gewechselt, nur weil ein Besieger es befohlen hat. Man hat heimlich daran festgehalten. So hat der Druidismus bis heute überlebt, bis zum sogenannten Neodruidismus, von dem ich hoffe, dass er das ist, was ich jetzt, worüber ich jetzt spreche. Denn wenn wir jetzt 5. Jahrhundert nach Christus gehen, da erschien ja wieder das Christentum. Hat viele bekehrt. Wurde auch verboten vom römischen Kaiser oder von den römischen Kaisern. Jetzt gab es also schon zwei verbotene Religionen sozusagen. Ja? Während der Besetzung durch die Römer, Druidismus und die christliche Religion. Ja? Die Christen hatten ein Kreuz als Symbol. Die Urchristen wussten, dass kein Jesus gekreuzigt oder ans Kreuz genagelt wurde, um es gleich mal zu sagen. Die Druiden hatten ein anderes Symbol. Die Druiden lehrten selbstverständlich Karma und Reinkarnation. Diese Lehre war enthalten im Kessel der Wiedergeburt. Und da hatten wir wieder die Legende von Parsival, dem Heiligen Gral. Das ist walisischen Ursprungs. Da haben wir auch den Namen des Helden, der war Perdur, glaube ich, oder Peredur. Ja, es bedeutet eigentlich Diener des Kessels. Ja, in der weiterführenden Bedeutung. Wer war dann Parsival? Freund des Kessels. Und wieder weist die Legende vom Heiligen Gral ganz klar auf Reinheit der Lebensführung, Adel des Charakters, Sanftmut, keine Grausamkeit. Das ist unser druidisches Erbe, meine Lieben, unser aller Erbe, liebe Druiden. Das ist das Erbe der alten Religion Britanniens.
Man nannte sie die Kümmerische, also im Englischen die Walisische. Ja? Das Kessel, das Symbol des Kessels war heilig. So heilig war das Symbol des Kessels für die Druiden, wie für die frommen Katholiken das Kreuz. Und wie es im dunklen Zeitalter, von dem wir am Anfang gesprochen hatten, und sogar im Mittelalter dann, nach Europa kam, war die ursprüngliche Bedeutung des Kreuzes vergessen. Und ihm wurde eine christliche Bedeutung beigemessen, dass ein wirklicher Jesus am Kreuz genagelt wurde. Das war niemals der Fall. Und wenn Wikipedia schreibt, dass die Druiden schwarze Magie betrieben hätten und Menschenopfer gemacht hätten, dann war das vielleicht ein schwarzmagischer Zweig davon. Aber das war niemals die Lehre der Druiden. Niemals. Also gebt bitte die alte Vorstellung auf von druidischen Menschenopfern. Das ist nur vom Cäsar weitergegeben worden. Der hat die Druiden aus persönlichem Ehrgeiz bekämpft. Hätte er lieber nicht tun sollen. Hätte lieber das allerdings mit Anstrengung werden sollen, wofür er sich dann hat oder wozu er sich dann hat ernennen lassen, zum Gott. Zum Gott, meine Lieben. Das muss man sich einmal vorstellen. Warum hat sich Cäsar zum Gott ernennen lassen? Warum? Weil er wusste, dass er in die Hölle kommt. Und er hat sich gesagt, da lasse ich mich einfach zum Gott ernennen. Götter kommen doch nicht in die Hölle. So simpel und primitiv hat dieser Mensch gedacht. Ja? Hätte er mehr auf die Druiden gehört, auch auf ihre Einweihungsrituale, dann hätte er ein Gott werden können, aber ein wirklicher Gott. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat 3 Millionen Gallier getötet. Er hat ihren König, der ein wahrer König war, Vercingetorix, hat er gefangen und ermordet. Ja? Und die Sache mit den Menschenopfern hat er nur erfunden, damit er einen Grund hatte, den Angriff auf sie zu rechtfertigen. So was. Das ist wahre Geschichte. Liebe Geschichtslehrer, lehrt das mal in euren Schulen. Ja? Er hat ihnen angehängt, hat gesagt, die haben Verbrecher in großen Weidenkörben verbrannt. Ja? Aber an und für sich hat er die ganze Zeit auch gesagt, die schlimmste Strafe war von den Druiden. Die waren ja Richter und Priester zugleich, die Könige. Die schlimmste Strafe, die verhängt wurde, war die Ausstoßung. Genau. Kein Verbrennen in Weidenkörben, keine Menschenopfer. Liebe Druiden, die ihr jetzt zuhört, lasst uns zu diesem Symbol des Kessels zurückkehren. Ja? In der walisischen Geschichte war das Eigentum von Kaldwen, glaube ich. Oder Sheridwen? Hab's vergessen. Entschuldigt. Im Buch des Lies nachsehen. Mächtige Mutter, Göttin der Natur. Ja? Da ist eine ungeheuer wichtige Essenzlehre des Buchs des Lies enthalten in einem Satz. Taliesin, der große druidische Barde des 6. Jahrhunderts, sagt, ein toter Mensch, der in den Kessel getan wurde, wurde wieder lebendig, aber er war stumm. Was bedeutet das?
Erstens bedeutet das, dass man nach dem Tod wieder reinkarniert. Zweitens bedeutet das, dass man zunächst in Utero, als Baby und so weiter, natürlich stumm ist und dann geboren wird. Drittens bedeutet das, dass die ursprüngliche Rasse, die spirituelle, natürlich stumm war, weil sie keine Sprache brauchte. Erst als sie sich mehr und mehr materialisierte, entstand die Sprache. Seht nur das Gewaltige der druidischen Lehre. Der Teilesin hat auch gesagt, dass er eingeweiht wurde. Und das ist auch die wahre Bedeutung der symbolischen Kreuzigung. Jesu ist die Einweihung. Lest das Buch des Lichts und ihr werdet verstehen. Druidismus ist Einweihung. Er sagte, dass er seine Einweihung oder Inspiration, wie er es nennt, im Kessel von Cheridwen erfahren hatte. Im Gedicht hat der Druidismus, welcher nichts anderes ist als Einweihungslehre, enthüllt. Er hat erzählt, wie Arthur mit 3 gläsernen Schiffen in die Unterwelt eingedrungen ist, um in den Besitz des Kessels zu gelangen. Das war kein wirklicher Arthur und es war kein wirklicher Kessel. Es ist die Einweihungszeremonie, wenn der Einzuweihende bzw. dessen Hüllen auch in die Astralebene kommen und da getestet werden. Mancher hat überlebt, mancher nicht. Und da, sagt er, befand sich Arthur in einem 4-seitigen Schloss. Hier ist Arthur natürlich die Monade, welche in die Materie fällt. Die Materie ist das Tetragrammaton, das 4-seitige. Eine Insel mit starken Toren. Unter der Obhut der Könige der Unterwelt. Ja, meine Lieben, eigentlich leben wir hier in der Unterwelt. Als sozusagen Zwischenunterwelt, zwischen der geistigen und der Hölle. Ja? In der die Einweihung dann stattfand. Arthur fuhr mit der heiligen Dreieinigkeit ab. Die Monade fährt mit der heiligen Dreieinigkeit, mit der Manifestation, der monadischen Manifestation der Höchsten ab. Also ist der Kessel das Symbol für die Wiedergeburt und die Einweihung. Das ist die Hauptlehre des Druidismus. Dass ein Mensch dann, wenn er aus diesem Kessel hervorkommt, 2-mal geboren ist. Dvija, sagt das Sanskritwort. Twice born, 2-mal geboren. Later, jetzt mache ich schon Englisch weiter. Meine Lieben, verzeiht mir übrigens, wenn ich so unvollkommen die ganze Sache hier weitergebe. Ich verweise doch nur auf die vollkommene Lehre des Buchs des Lichts, ja? Ich bin auch lungenmäßig nicht ganz im Takt. Entschuldigt mein, manchmal das Keuchen und so weiter, ja? Die Geschichte, diese druidische, sagt auch ganz klar, dass man auf der Fahrt in die Höllenebene, durch 7 Planeten geht. In der Einweihung geht man durch die planetarische Kette, lehrt das Buch des Lichts. Und nur 7 kehrten zurück, sagt auch, dass der Einzuweihende, sofern er die Einweihung besteht, die karmische Erlaubnis hat, 7 Seelen aus der Hölle der Verdammnis wieder hochzuheben und zu befreien und ihnen zu helfen. Ja? So ist dann die 2. Geburt, die Wiedergeburt, die auch im jetzigen Christentum, das wissen die Christen nur nicht, weil die Lehre der Reinkarnation wurde entfernt aus den Schriften. Urchristentum lehrte Karma und Wiedergeburt. Druidismus lehrt Karma und Wiedergeburt. Die Einweihungsorte in Wales, das war eine Höhle von Snowdon,
und ein Fels auf Idris. Man sagt, wenn ein Mensch eine Nacht in dieser Höhle oder auf dem Felsen verbringen wird, ist er am Morgen entweder tot, wahnsinnig oder eingeweiht. Ja, das stimmt, aber nicht mehr heute. Wenn einer in den Kessel der Einweihung gestiegen ist, projiziert wurde mit seinem Astral bei der Einweihung, dann hat er, entweder war er größenwahnsinnig, weil er dachte, er besteht die Einweihung, dann ist seine Hüllen sind dort zerrissen worden. Das war der Tod. Natürlich gab es da auch Wiedergeburt, aber eine sehr, sehr leidvolle. Lest Einweihung von Elisabeth Heich, dann wisst ihr Bescheid. Oder, wie es so richtig heißt, er wurde wahnsinnig, ja, das passiert auch, verrückt. Was ist ein Verrückter? Jemand, der aurische Sicht hat, kann sehen, ein sogenannter normaler Mensch, dessen Aura gleicht sich an der Struktur des physischen Körpers. Ein Verrückter jetzt, wenn wir den sehen, dessen Mentalkörper auch, gleicht sich nicht dem physischen an und kann deshalb auch dem physischen Körper nicht, kann nicht so funktionieren. Der physische ist mental nur halb funktionsmäßig oder funktionstüchtig und ist verrückt. Das ist dann auf der physischen Ebene ein sich uns präsentierender Verrückter. Wie kann man einen solchen heilen? Man muss ihn aurisch wieder angleichen, den Körper, wenn es denn geht. Wenn es denn geht, meine Lieben, ja. Da kommen ganz andere Heilmethoden als die, die man mit Pillen und Sedativen da in den Irrenhäusern anwendet. Aber gut. Also so einer kehrt zurück und ist zwar nicht tot, aber halbtot. Verrückt. Ja bitte, er hat ja gedacht, er schafft es. Und einer oder jemand, der ganz zurückkehrt, ja, der also völlig gesund und erleuchtet zurückkehrt, ja, der hat halt die Einweihung bestanden, der ist weder tot noch wahnsinnig, sondern er ist ein eingeweihter Barde, er hat totale Kontrolle über seine unteren Hüllen. Er hat in die Monade gesehen, er ist eine voll manifestierte Monade. Meine Lieben, meine lieben Druiden, wir alle befinden uns in Einweihung, ob wir Druide sind oder nicht. Jedes Leben ist eine Entwicklung hin zur Monade, Leben für Leben. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Weg sogar zurück zum Urgrund. Aber die damalige Einweihungszeremonie war gedacht dafür, Einweihung in einem Leben zu erlangen. Selbstverständlich bedurfte es da auch einer langen Schulung. Wie fand diese Schulung statt? Der Kandidat musste von Leidenschaft befreit werden, von Begehren, von der Täuschung, dass er die Person war, ja, von dem Verständnis, dass er ihr nur anhaftete und sich vorher so weit wie möglich, bevor der Einweihungsvorgang stattfindet, durch Meditation und Weisheit die Lehre löst von diesem persönlichen Selbst. Von uns nicht selbst genannt, Anatta. Und die höchste Illusion, von der er sich lösen musste, war die, dass wir für einen anderen Grund da sind, als für die Befreiung von der vergänglichen Welt. Nicht um hier irgendetwas zu erlangen, irgendeinen Beruf oder irgendetwas, ja, meine Lieben. Darum ist der höchste, größte, beste, der bereits schon das neugeborene Kind lehrt. Du gehörst nicht hierher.
Ich zeige dir den Weg zurück. Wer es zu fassen vermag, mein Lieben, der fasse es. Lasst uns jetzt für das bessere Verständnis dessen, was Druidismus wirklich ist, was ein Druide wirklich ist und warum wir alle Druiden sind. Lasst uns da mal zurückkehren in das 3. Jahrhundert. Müssen wir machen, damit wir die ganze Sache auch wirklich aufrollen und dann noch weiter zurückgehen. Und schließlich sehen, was ist die wahre Aufgabe eines Druiden heute. Meine Lieben, gehen wir mal zurück in das Jahr 300 nach Christi. Da haben die Römer Südengland regiert und das Druidentum oder der Druidismus, wie ich sage, der war geächtet. Man hat an der Kleidung oder dem Verhalten nicht gesehen, ob ein Mensch ein Druide war. Aber es gab die alten, edlen Familien. Da haben einige von ihnen Latein gelernt. Und sie waren gleichwertig mit den römischen Beamten. In allen Dingen, ja. Öffentlich haben sich die Druiden damals zur Religion ihrer Eroberer bekehrt oder bekannt. Und sie haben den Kaiser verehrt und auch die fremden Götter. Die waren halt diplomatisch, haben gesagt, warum wollen wir uns Schwierigkeiten bereiten? Jawohl, der Kaiser ist Gott und die fremden Götter sind auch da. Aber wenn ein Druide, der hat ja nicht nur römische Beamten oder Offiziere empfangen, sondern auch andere Druiden. Die Dienerschaft konnte das nicht unbedingt sehen oder erkennen, ob das ein Druide war oder nicht. Aber wenn die Familie allein war mit diesem Menschen, dann war das eben eine Respektsperson, ein Druide. Ja? Die Druiden können uns viel lehren. Sie haben viel Weisheit. Vor allem können sie auf diesen Kessel der Einweihung sich berufen. Und das macht ja auch alles Sinn, wenn man über Einweihung Bescheid weiß und was das eigentlich ist. Der Druide, der fragt dich ja, willst du ein Gott werden? Dann musst du erstmal an die Göttlichkeit deiner eigenen Seele glauben. Und dann unsere Lehre, wie der Geist herabstieg und sich mit der Materie verband, so wie das Buch des Lichts, das ja auch lehrt, der Geist wagt den Sturz in die Tiefe oder die Monade wagt den Sturz in die Tiefe der Materie und umgibt sich mit den unterschiedlichen Formen, derer wir uns heute zum Beispiel auf Erden bewusst werden. Und dann ergibt es eine Dualität, ja? Und man kann auf diese Weise sehen, wie das Leben beginnt, indem sich die monadisch beseelten Atome in diese allen möglichen Formen entsprechend der Matrix bilden. Und das sind ja alles nur Zustände des eigenen Verlangens. Von der Monade, die im Mineralreich sich manifestiert, bis hoch zur Monade im göttlichen Reich. Und dazwischen liegt eben Pflanze, Tier, Mensch, Engel und so weiter und so weiter. Jede Form im Universum unterliegt diesem monadischen Gesetz, meine Lieben. Also der Geist steigt herab, vereint sich mit der Materie. Das ist Druidismus. Ja? Und wie es mit den Menschen ist, so lehrt der Druidismus. So ist es auch mit den Planeten und Sonnensystemen. Da wird im Druidismus beschrieben, Tag und Nacht der Universen, Perioden der Manifestation und der Ruhe, der Zurückgezogenheit. Interessanterweise werden diese Zyklen der Manifestation Manvantara genannt. Das entspringt natürlich dem Sanskrit Manvantara. Und dieser Begriff Manvantara ist Billionen von Jahren alt und wiedererweckt durch Sensa und so weiter.
Sanskrit ist der Ursprung aller, Rassen, hätte ich schon mal gesagt, in gewisser Weise, mental vielleicht, aller Sprachen von heute. Sanskrit. Ja? Und dieser Begriff, den ich hier sehe, Manvantara, der ist sehr interessant, weil er so klar eine spätere Umwandlung des Manvantara ist. Und wenn laut Druidentum die Wesenheiten vervollkommnet waren, haben sie sich weiterentwickelt, höher über die Welten, bis zu einer Ebene, die sie Gwynfit nannten. Und dort brauchten sie nicht mehr, sich in der Menschenwelt zu verkörpern. Konnten es aber, wenn sie es aus Mitleid taten, um ihren Mitmenschen zu helfen. Hatten die Druiden nun das Nirvana, wenn wir es vom höchsten Punkt aus sehen? Ja. Denn Druidentum ist Loslösung von der Welt, meine Lieben. Nichts anderes. Der heilige Gral ist die Monade. Der Kessel. Laia, dem alle Planeten entspringen und so weiter. Alle Wesenheiten. Ja? Nun war das ja so, dass, ich glaube im 6. Jahrhundert, haben die Römer, sind die Römer gegangen, ja, und die junge, neue Abenteurer, das war von jenseits der Nordsee, sind hereingeströmt, die ganze südliche Hälfte von Britannien war in Aufruhr. Es gab sogar ein bisschen Frieden, ja, und da gab es auch Lehrstätten, Colleges oder Colleges. Eins war in Major, in Jan-Wit-Major, glaube ich. Und ein anderes in Bangor, das war im Norden. Und dann galt es ja die Lehre, die druidische Lehre, wenn auch in symbolischer Form, die Lehre von Einweihung, weiter zu verbreiten. Das konnte man nicht so direkt tun, das wäre zu sehr angestoßen. Das hätte vielleicht herrschende Religionen beleidigt. Was hat man gemacht? Man hat es in Legenden eingeteilt. Symbolisch anschauliche Darstellungen. Damit die Imagination der Menschen angeregt werden sollte. Ja? Und das Ziel im Druidentum ist immer die strahlende Stirn. Was ist das? Meine Lieben, da muss ich am Schluss noch mal ganz klar darauf zurückkommen, um zu zeigen, wie degeneriert, pervertiert und, na, gibt's noch ein freundliches Wort, unsere heutigen Monarchen sind. Die sollte man alle enteignen und zur Arbeit ins Büro schicken. Denn die wahre Lehre des Druidentums oder des Druidismus wird dies verständlich machen. Die Druidenlehre hat ganz klar gelehrt, dass man eine strahlende Stirn bekommen kann, wenn man durch seinen eigenen inneren Gott erleuchtet wird. Was ist da geschehen, meine Lieben? Das ist die gesamte Einweihungslehre vom Buch des Lichts. Beispiel. Der Buddha hat immer junge Mönche genommen. Warum? Weil die noch voller Feuer waren. Voller Feuer. Ja? Und dieses Feuer war Kundalini. Und wenn ein junger Mensch bereits keusch lebt, sich enthält, dann erlaubt er dem Feuer zu steigen, anstatt nach unten auszubrechen. Wenn das Feuer steigt, aktiviert es eine Energiequelle nach der anderen, eine Chakra nach der anderen, bis hoch zur höchsten am Kopf. Und da geht das Feuer weiter, es bricht buchstäblich durch. Dazu gehört reine Lebensweise, kein Alkohol, einmal am Tag essen,
Wasser trinken, meditieren, sich mit der Lehre befassen. Ja? Da strahlt man. Das Buch des Lichts berichtet uns von Eingeweihten, die in geschlossene Pyramiden gingen oder sich da durchgingen und sich dort trafen. Wie geht das? In dem Falle astral. Die astrale Hülle hat die physische verlassen, die haben vor der Pyramide meditiert. Rein in die Pyramide, dort wurde das Dunkel sofort erhellt. Wodurch? Na, durch die strahlende Aura ihrer Astrale. Ja, dadurch. In gleicher Weise ist es so gewesen, dass ein Eingeweihter, wenn er eingeweiht war, dann brach Kundalini-Energie, die am unteren Ende eine ätherische Energie ist, wenn sie unten verbleibt, sexuelle Aktivität erzeugt, wenn sie transformiert wird, uns mit der Monade verbindet. Und wenn sie die Schädeldecke durchbricht, erzeugt sie einen sogenannten Heiligenschein oder das, was man so heute, was da übrig geblieben ist von der Heiligenscheinlehre. Der Kopf strahlt, buchstäblich. Früher waren diese Heiligen die Führer der Menschen. Denn wenn sie vor einen standen, da sah man wieder, wie die obere Teil, wie sie richtig Strahlen aussendeten. Diese Eingeweihten haben sich in Pyramiden getroffen, im Körper auch, also nicht nur jetzt meditativ, im Körper, durch die Tür gegangen, rein, zugemacht, zwar stockdunkel. Aber sobald sie drinnen waren, konnten sie gleich an empirischem Beweis sehen, wer ist eingeweiht und wer nicht. Wer nicht gestrahlt hat, der ist mal ganz bescheiden da drin stehen geblieben und hat sich angehört, was die Meister gesagt haben. Denn die anderen haben durch ihre Strahlung buchstäblich die Dunkelheit erhellt. Später degenerierten auch diese Führer immer mehr. Die Strahlen am Kopf brachen zusammen, weil Kundalini gar nicht mehr durchbrach. Man hat sich dann, um die Illusionen für das normale Volk aufrechtzuerhalten, eine wirkliche Krone aufgesetzt. Das Resultat heute: die Könige und Prinzen von heute und die Monarchie. Das Gebot der Höflichkeit erlaubt es mir nicht, näher darauf einzugehen, wer diese Leute und was sie wirklich sind. Meine Lieben, Druidentum lehrt, wir sind alle Götter im Werden. Jesus hat es gesagt, wisset ihr nicht, dass ihr Götter seid? Die wahre Lehre der Druiden ist die Lehre der Gottwerdung des Menschen. Ehre sei dem Buch des Lichts, Buch der Bücher, Retter der Menschheit. Aber noch sind wir mit dem Thema Druiden nicht fertig. Es ist ja ein Geheimnis, Ursprung und Religion der Druiden. Nicht für uns. Nicht für das Buch des Lichts. Fragt mal heute einen Druiden, wessen Abkömmling seine Priester waren. Vielleicht gibt er euch die korrekte Antwort, vielleicht auch nicht. Die Priester der Druiden waren die Abkömmlinge der letzten Atlantier. Die atlantische Rasse gibt es seit Millionen von Jahren. Oder da entstand sie auch vor Millionen, vielen Millionen von Jahren. So. Das waren östliche Priester, also die Priester, deren Abkömmlinge die letzten Atlantier waren. Die waren auch verwandt den Chaldäern, den Indern oder Indiern. Aber man kann sagen, die haben ihre Gottheit genauso symbolisiert wie zum Beispiel die Hindus, den Vishnu. Die Ägypter, den Mysteriengott. Dann kennen wir Erbauer von großen Schlangenhügeln von Ohio. Ja? Die ihn verehrten in der Form einer mächtigen Schlange. Emblem der ewigen Gottheit Zeit. Das indische Kala.
Die Zeit ist ewig und vergänglich, das ist kein Widerspruch. Wenn alle Wesenheiten in Manifestation sind und veränderliche Formen annehmen, dann kann man diese Veränderung als Zeit bezeichnen. Zeit ist nichts weiter als die Wahrnehmung der Veränderung, mehr nicht. Und der Mensch teilt es dann ein in Sekunden, Stunden, Minuten, Tage, Jahre, Monate, Wochen, ja Billionen. Das Buch des Lichts geht 150 Billionen Jahre zurück, bis zum Wiedererwachen des Universums, meine Lieben. Die Druiden nannte man auch Magier der Gallier und Britannia. Diese Geschichten von Asterix und Obelix, das sind ja alles märchenhafte Erzählungen, die aber eine Wahrheit widerspiegeln, meine Lieben, in märchenhaft verhüllter Form. Das Buch des Lichts lehrt viele Verwandtschaft zwischen den Druiden und den Brahmanen von Indien. Hättet ihr das gedacht, liebe Druiden? Dass es eine große Ähnlichkeit gibt, eine Verwandtschaft zwischen euch und den Brahmanen von Indien. Es gibt eine große Ähnlichkeit und Verwandtschaft zwischen den Druiden und den Magiern von Persien. Eine Ähnlichkeit zwischen der orphischen Priesterschaft von Thrakien. Denn das sind alles okkulte Lehren, die mit der universalen Weisheitsreligion zu tun haben, die jetzt im Buch des Lichts wieder zum Leben erweckt wurde. Om. Schauen wir es, die Hindus, die Griechen, die Römer sprechen von Eingeweihten. Wie die Chaldeer und Ägypter, so haben auch die Druiden nicht nur gelehrt, das Aufeinanderfolgen von Leben für Leben für Leben, sondern auch von Welten. Es gab für die Druiden keinen Unterschied zwischen der Reinkarnation eines Sonnensystems und eines Menschen. Kein Unterschied. Die kannten auch die sieben Schöpfungen, die sieben Kontinente, die Umwandlung der Erdoberfläche, periodisch, alle 25.000 Jahre und so weiter und so weiter. Ja. Und diesen Lehrsatz finden wir auch, wo immer man okkult was mit Schlange und Ei zu tun hat. Nehmt mal die Drakonzia. Universaler Glaube. Werden wir in allem entdecken, auch im Buch des Lichts. Wir finden ihn bei den arischen Hindus, bei den alten Persern. Wir finden ihn bei den Griechen, Lateinern, den Juden, frühe Christen. Tja, die neuen Christen verstehen das alles nicht, weil sie ja ihre Ursprungsschriften vergessen, verloren, verworfen, verändert, ich hätte schon fast was anderes gesagt, haben. Dazu ist ja jetzt das Buch da, damit dieser Wahnsinn aufhört, meine Lieben. Ja? Und die Gesetze der Natur fallen alle dem Untergang anheim. Ja? Die Druiden haben ganz klar gelehrt, dass der Südpol als erstes geht. Der zerschmettert alle Gegenden von Afrika. Der Nordpol wird alle Länder unter seiner Achse begraben. Die Sonne wird langsam zerbrechen, versinken. Ihres Lichtes beraubt sein, der Himmelspalast wird zusammenbrechen. Und sogar die Gottheiten, welche sich so ihres beseligenden Himmelslebens erfreut haben, wie das Buch des Lichts lehrt, werden erschreckt zusammenrücken. Sie werden in ihr ursprüngliches, in den Urgrund zurückkehren, meine Lieben. Ja, der puranische Begriff von Parasrara, das ist ja, kann man lesen von den Puranas, ja, große Pralaya, große Verschwinden des gesamten Universums. Genau dasselbe hat das Druidentum. Genau dasselbe ist in der Bibel. Ihr glaubt's nicht?
Zweite Epistel Petri. Da lese ich jetzt mal aus dem Englischen was. Da steht, in den letzten Tagen werden Spötter kommen. Und sie werden sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Zukunft? Denn die Väter sind ja entschlafen. Da bleibt alles so, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Aber sie wollen nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch da war. Dazu die Erde aus Wasser und dem Wasser entstanden durch Gottes Wort. Halt! Was ist Gottes Wort, meine Lieben? Die Supermonade verlässt den Urgrund und stürzt sich in die Materie, teilt diese in 7 Teile ein und alle anderen Monaden folgen und machen sich breit auf den entsprechenden Ebenen. In meines Vaters Haus sind viele Zimmer, viele Wohnungen. Ich habe eingerichtet, sagt Jesus. Oder es ist vorbereitet, auch gesagt. Ja. Also, die sagen, der Himmel und die Erde werden durch sein Wort gesparet. Wenn die Supermonade in die Urmaterie fällt, entsteht eine Schwingung, die man als Wort bezeichnen könnte. Ja, genau, ist richtig. Und dann lesen wir im zweiten Epistel Petri, das ist Kapitel 3. Da lesen wir, in welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Meine Lieben, da ist doch in der Bibel die Planetenkettenlehre ganz klar gezeigt. Alles verschwindet und erscheint wieder. Es gibt keinen Big Bang, einen ersten, absoluten. Es gibt ein Wiedererwachen des Universums, ja, das gibt es. Und von dann an zählt Zeit, davor nicht. Alles fällt aus der Zeitlosigkeit in die Zeit und darum ist kein Anfang und Ende dieses Prozesses. Ja? Wenn jetzt spätere Interpreten sagen wollen, das ist eine Schöpfung und die Sintflut und die Ankunft Christi, ein neues Jerusalem, ja? Dann können die das gerne machen. Aber die Schreiber der Epistel meinten ganz klar, die Vernichtung der fünften Rasse, durch auch unter anderem der fünften Rasse, dieser unserer Rasse, durch unterirdische Feuer und Überschwemmungen und das Erscheinen eines neuen Kontinents für die 6. Wurzelrasse. Denn die Verfasser der Episteln, so lehrt das Buch des Lichts, waren Eingeweihte. Deren Aufgabe es war, symbolisch die Lehre weiterzugeben. Ja? Meine Lieben, so viel kann ich euch sagen zu den Chaldäern, den Ägyptern, den Christen zum Teil. Aber sie alle vereinte das Wissen der Druiden. Das ist die Wahrheit über das Druidentum oder Druidismus. Es durchdringt alle Religionen. Und es ist, wenn ihr so wollt, eine vereinende Lehre wie das Buch des Lichts. Vielleicht nicht so detailliert. Buch des Lichts geht natürlich sehr ins Detail, deshalb 10 Bände. Aber die Essenz, kann man sagen, wenn man nicht den Neo-Druidismus nimmt, sondern den wirklich alten, uralten, wie im Buch des Lichts enthüllt, dann sind die eins. Ehre sei dem Buch des Lichts. Om. Tja, einmal Druiden, immer Druiden. Oder einmal Druide, immer Druide. Das kann ich voll verstehen. Wenn man wirklicher Druide ist, wirklicher Druide, braucht man nichts anderes. Braucht man nicht mal das Buch des Lichts, weil man sich ja in dieser Lehre wiedererkennt. Man kann es vielleicht als Bestätigung nehmen, ja. Aber wer ist schon wirklicher Druide, meine Lieben? Interessanterweise muss man sagen, dass diese Mysterienschulen nicht in Tempeln stattfanden unbedingt. Ja, man redet immer von Tempeln und so. Gab es aber
Die größeren Mysterienschulen legten keinen Wert auf Gebäude irgendwelcher Art, weil solche Gebäude wie heute die Mormonen, die natürlich von wirklicher Einweihung so weit entfernt sind wie, naja, wie wir hier jetzt gerade von deren Gebäude in Amerika, die haben ja diese Riesengebäude und geben vor, Eingeweihte zu sein, nur weil sie 1000 Namen auswendig lernen können und so weiter. Damit haben wir nichts zu tun. Wirkliche Mysterienschulen, die kannte man kaum. Da hat kaum jemand etwas davon gewusst, haben sich dem öffentlichen Aufsehen entzogen, waren geheim und man hat sich dann in diesen Mysterienschulen heimlich getroffen. Zusammenkünfte, Versammlungen, Einweihungen, Einweihungsritualen wurden oft in Höhlen durchgeführt. Manchmal unter freiem Himmel. Wie zum Beispiel, und jetzt kommt, jetzt schließt sich der Kreis von der Bedeutung von dem, was ich zu Beginn sagte. Druide ist auch eine Beziehung zu Eiche, manchmal auch unter den Eichen. In Britannien gibt es ja Halburwälder sozusagen. Ja, oder in der Bretagne, Bretagne, nicht? Und da fand das oft statt. Allgemeinheit wusste nichts davon. Zum Teil hatten die druidischen Mysterienschulen auch keinen ständigen festen Standort. Die Eingeweihten empfingen Nachrichten von Zeit zu Zeit, wo sie sich treffen mussten und ihre Einweihungstätigkeit abzuhalten hatten. Grundsätzlich bestand die darin, den Kandidaten zu mesmerieren, seinen Astralkörper in untere Höllenregionen zu führen. Wenn er noch irgendwelche Schwächen in sich gehabt hätte, wäre er von den dort gleichschwingenden, dämonischen Kräften verschlungen, gerissen, gepeinigt, gequält worden. Das wäre kein Entkommen gewesen, meine Lieben. Ja? Daher die extreme Vorbereitungszeit. Wir sind ja jetzt auch in Vorbereitung. Der normale Mensch ist in Vorbereitung für Einweihung irgendwann. Nur dort war es so, dass manche junge Leute schon als Kinder erzogen wurden und das in einem Leben schaffen sollten und dann voll die Monade in sich erweckt hatten und sie waren dann die Monade. Die hatten dann wahre, zeitlos ewige Unsterblichkeit. Warum sollte man sich sonst sowas antun, wenn nicht die höchste Belohnung wahre Unsterblichkeit war? Und dann konnte diese Monade sich auf allen Ebenen, wenn sie wollte, wieder manifestieren, ohne Schwierigkeiten. Ja? Sie konnte sich sogar eine Geburt aussuchen durch einen weiblichen Schoß, während die monadische Wesenheit selber auf ihrer anderen Ebene war. Die hat dem weiblichen Schoß nur einen Impuls gegeben. Sogar ohne sexuelles Dazwischentun, hätte ich fast gesagt. Und das wissen wir von den Meistern, die zum Teil astral neben dem befruchteten Schoß waren und von Zeit zu Zeit Impulse gegeben haben, ansonsten auf ihrer astralen Ebene wirkten. Ja? Es gab also diese Treffen im Wald, ja, in der Mitte des Waldes. Zum Beispiel Stonehenge in England, Karnak in der Bretagne. Dann gab es auch verschiedene Orte im Römischen Reich, unter anderem für Mithraismus und verschiedene Orte in Judäa. Jesus wurde eingeweiht, an ein Kreuz gebunden, dann mit einer Flüssigkeit, mit einem Getränk wurde er mesmeriert, leicht. Dann, damit der Astralkörper sich leichter löste. Und dann kam die peinigende Einweihung. Er hat sie überstanden. Strahlend erwachte er wieder in seinem Körper. Ein Strahlenkranz umgab ihn. Wie es den Buddha umgeben hatte in der Meditation, meine Lieben. Und dann sagte Jesus seinen Jüngern, was ihm geschehen war.
Und er sagte ihm, sag das bloß nicht anderen. Wie wurde dann die Lehre verbreitet? Wir sehen es in der Bibel. Jesus sagt, zu euch spreche ich die Wahrheit, zu seinen Jüngern. Zu denen aber sprecht den Gleichnissen. Und das galt für die nächsten 2000 Jahre des Zeitalters der Fische. Das ist jetzt vorbei. Wir sind im Wassermann-Zeitalter des Wissens. Die Aufgabe des Meister Jesus ist erfüllt. Na, selbstverständlich wird er weiter auf höchster Ebene tätig sein und so weiter. Aber seine Uraufgabe zunächst mal hier für die 2000 Jahre, die vergangen sind, ist erfüllt. Es gab noch andere Mysterienzentren, meine Lieben. Memphis zum Beispiel, Memphis, Tennessee, wo Elvis war. Gibt es da eine Verbindung? Will ich mal was sagen. Ich kannte Freddy Beanstalk, den Verleger von Elvis Presley. Der hat mir gesagt, Elvis ist auf der Toilette sitzend gestorben, als er ein Buch von Jesus las, über Jesus. Aber dem Blavatsky-Jesus sozusagen, Elvis war ein hoher Anhänger der Blavatsky-Lehre. Naja, gut, so. Also, es gab Mysterienzentren überall. Memphis, habe ich schon gesagt, Abydos, Theben, Karnak, Ägypten, ja, Karnak in Ägypten. Sippar, Assyrien. Dann haben wir Ekbatana, ja. Und dann haben wir Babylon, Ur, Lagash, was gibt's noch? Verschiedene Länder, die, sagen wir mal, aber nicht Orte für exoterische Verehrung waren. Da wären Zentren für esoterische, okkulte Einweihung nicht gut gewesen, meine Lieben. Ja? Und einige der Länder, die ich genannt habe, waren auch nicht Orte für exoterische Verehrung, wie manche Ägyptologen und so weiter glauben. Ja? Sondern das waren eben okkulte Einweihungsorte. Und das System hat sich nicht verändert. Ich bin noch nicht bereit für die Einweihung. Mich würde es noch zerreißen. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was ich meine. Ja? Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Herzlich willkommen, meine Lieben, bei dem Geheimnis der Druiden und den Krebs. Was haben die Druiden mit dem Krebs zu tun? Nun, wir haben im Buch des Lichts viele Hinweise auf die heilende Kraft der Mistel. Und auch die Druiden haben sich sehr damit befasst. Ich habe es ja zu Beginn bereits gesagt. Man fragt sich, was hat die Mistel damit zu tun? Was haben Bäume damit zu tun? Alles hat irgendwie mit den Druiden zu tun. Die Mistel kann man sehen als ein großes Heilmittel, als ein Krebsheilmittel, wenn man es richtig anwendet. Und, meine Lieben, immer wieder zu sagen, auch liebe Kranke, wenn das Karma dies erlaubt oder ermöglicht. Wenn einer nur ein Bein hat, dann kann ich mich darauf konzentrieren, wie ich will, es sei denn, ich bin ein Kriya-Shakti-Yogi und auch dann bezweifle ich das. Das Bein wird nicht nachwachsen, ja? Das Buch des Lichts ist ja auch okkulte Medizin. Es eröffnet oder enthüllt die Elementenlehre. Man kann sagen, die Elementenlehre der traditionellen abendländischen Medizin, auch wenn wir von der paracelsischen Signaturenlehre sprechen, dann kommt die Signatur der Mistel. Und das ist ja eine Pflanze, die okkult gesehen zwischen Himmel und Erde steht, außerhalb einer Norm. Krebs steht auch außerhalb einer Norm. Und Krebs ist ja ein radikales Zellgeschehen, ständig vervielfältigende Zellen, die nicht genug Sauerstoff kriegen und sie von den umliegenden reißen. Eine Zelle, die kriegt nicht genug Sauerstoff. Das ist eine Zelle! Die entzieht den Sauerstoff den anderen Zellen. Die Zelle wird immer größer und die anderen verschwinden. Naja, nicht? Und dann kommt natürlich, was kommen muss.
Die speziell aufbereiteten Mittel mit der Mistel, die also gerade auch mit Nachbehandlung bei Krebskranken. Das ist ja da, meine Lieben, um Metastasenbildung vorzubeugen. Da war die Naturwissenschaft und die Schulmedizin natürlich lange dagegen, so wie sie immer lange gegen etwas sind. Und wenn sie dann zustimmen, sagen sie, sie haben es erfunden. Ja, ja, kennen wir schon. Aber gut, meine Lieben, man gewinnt Geduld mit der Zeit. Wenn wir die Erforschung der Inhaltsstoffe dieser Mistel, dieses Viscum Album, ja, das sind Glykoproteine, Eiweißstoffe, Lektine. Diese Stoffe, was machen die? Sie stimulieren nur das eigene Immunsystem. Meine Lieben, wenn jemand ein schwaches Immunsystem hat, dann haut ihn der kleinste Schnupfen, tötet ihn. Das ist die Situation, das ist die Thymusdrüse. Wenn Tarzan sich immer draufsteckt, aua, ich Tarzan, du Jane, ja, schlägt er auf die Thymusdrüse und zeigt, guck mal, so stark ist die. Wenn die Mutter beim Baby oben am Oberkörper auf dem Brustbein, Mike Tyson ist das beste Beispiel dafür, dieser Boxer, dass man von einem Tier zu einem Menschen werden kann. Und der ist im Augenblick sehr erfolgreich, der hat so eine Tournee in Amerika, da steht er auf der Bühne und gießt sein Herz aus, seine Emotionen. Und sagt, ich habe mein Wachstum von einem Kampftier zu einem Menschen und zu einem geistigen, ist für ein geistiges gewesen, auf der Basis der Loslösung. Oho, werde ich mal einen anderen Vortrag halten darüber. Ist ja äußerst interessant, mein Lieber, äußerst interessant, ja? Gut, gehen wir zurück zu den Druiden. Also diese Pflanze, diese Mistel, hat wie gesagt Glykoproteine, Eiweißstoffe, Lektine und es stimuliert das Immunsystem. Nicht wahr? Und das Immunsystem ist das Wichtigste. Ist auch karmisch bedingt. Es gibt Menschen, die kommen mit einem schwachen Immunsystem zur Welt. So ist das nun mal. Da kann man nicht viel machen, da kann man ein bisschen machen. Aber dieses Immunsystem haben sie sich karmisch sozusagen, es klingt grausam, verdient. Natürlich ist es unsere Pflicht, diesen Menschen zu helfen und alles zu tun, damit sie nicht zu sehr leiden. Am besten wäre natürlich, sie würden sich auch mit der Lehre befassen. Ja? Die Viskotoxine, die also in der Mistel enthalten sind, haben eine zellwachstumshemmende Wirkung. Und seit die Schulmedizin das erkannt hat bei dieser Pflanze, hat sich die Einstellung geändert. Das ist eine Druidenpflanze. Damals haben die Druiden das schon angewandt. Vielleicht gab es damals schon etwas, was die nicht als Krebs identifiziert haben, aber eben als eine Schwäche des Immunsystems. Und so haben sie Distel, oder wenn man so will, Distelextrakte angewandt, verschrieben. Und das hat dann geholfen. Von daher kann man sagen, dass auch die Druiden bereits viel weiter waren in der Allheilmedizin, als unsere heutigen Ärzte es sich wohl träumen lassen würden. Worin unterscheidet sich die Einweihungszeremonie oder die Mysterien der Druiden von der im Buch des Lichts? Es mag wohl verschiedene Techniken geben, aber immer wird die Verbindung des Anatta zur Monade getestet, zum Gott in dir. Wenn die kann nicht richtig stattfinden,
wenn sie geprüft wurde, nicht geprüft wurde, während der Einweihung. Wir haben die Beschreibung der Einweihung im Buch des Lichts, der symbolischen Kreuzigung, die auch Jesus widerfahren ist, wo der astrale Körper gelöst wird und dann in die entsprechenden Situationen gebracht wird und es sich zeigt, ob er da besteht oder ob noch irgendwelche Unreinheiten in ihm sind. Wenn wir uns jetzt die Druiden anschauen, vor allen Dingen gibt es da diesen Begriff Drotte oder die Drotten. Das sind ja, ich habe schon mal erwähnt, die mittelalterlichen Erzählungen von Parzival und Tafelrunde, Hartmann von Aue und alles. Das enthüllt alles zunächst mal okkulte Gestaltungen von mystischen Wahrheiten. Und das alles, meine Lieben, hat einen Urgrund, einen Ursprung. Wir haben gesprochen von der Verbreitung des Christentums. Ja, vor der Verbreitung muss man auch einen Ursprung suchen, ja, und hineingewachsen sozusagen ins Christentum ist das, was da in Irland und Schottland und so weiter gelebt hat. Da ist ein Geistesleben ausgegangen, oder davon ist es ausgegangen, geistiges Leben in Europa, von Logen in Skandinavien. Ich sag mal Drottenloge, ja? Druide gleich Eiche in dem Fall mal. Man sagt ja auch, dass die alten Deutschen unter der Eiche ihre Weisungen empfingen. Das waren alles uralte germanische Eingeweihte. In England gab es sie zu Zeiten der Königin Elisabeth. Dann gibt es die Sagen der Edda, uralte germanische Sagenwelt. Es geht alles zurück, auch zu den Tempeln der Druiden. Der Dichter, der das macht, ist immer ein Druidenpriester. Das ist nicht nur ein Symbol oder eine Allegorie, sondern dahinter verbirgt sich Wissenschaft. Ihr habt doch sicher mal gehört von der Sage Baldurs, Hoffnung der Götter. Er ist vom Gott Loki getötet worden mit einem Mistelzweig. Da kommt wieder das Mistel, ja? Der Gott des Lichtes wurde getötet. Es ist ein tiefer Mysteriensinn. Wenn man denen erzählte, einem Einzuweihenden, dann hat er den nicht nur studiert, sondern er musste ihn dann erleben. Und einige haben es nicht überlebt. Und da gab es verschiedene Akte. Erster Akt, man hat den Leichnam Baldurs aufgesucht. Man hat immer gedacht, der Baldur ist lebendig. Aber dieses Aufsuchen bedeutet eine völlige Aufklärung über die Natur des Menschen. Baldur ist der verloren gegangene Mensch. Buddha hat gesehen, einen Menschen in Verwesung, ganz klar angeschaut, so wird mein Anatta auch sein. Es gab mal eine Zeit, mein Lieben, da lebte der Mensch von heute natürlich nicht, sondern ganz anderer. Der war nicht so runtergedrückt. Der war kein so Sklave der Leidenschaften. Der lebte in einer feineren Materie, in einer subtileren, transzendenteren, feinstofflicheren. Das war Baldur, der leuchtende Mensch, in den Erzählungen, ja. Dieser leuchtende Mensch, der zuerst außen war, dann mit der Verdichtung der Materie das Feinstoffliche nach innen ging und dennoch die körperliche Struktur in Form von Aura überschreitet, nicht wahr? Das ist der leuchtende Mensch, der jetzt begraben ist, kann man wirklich sagen, bei den meisten, dem physischen Menschen. Diesen leuchtenden Menschen zu erwecken, ging es darum. Und meine Lieben, Einweihung heißt nichts anderes, als das sich abkehren von allen weltlichen Dingen. Sich abkehren von der Anhaftung an allem Vergänglichen.
Das Buch des Lichts geht ganz radikal an die Sache. Alles Vergängliche. Also auch der sogenannte leuchtende Mensch ist bei uns eine vergängliche Illusion, auch von dem hat man sich zu lösen. Ja? Das ist also der Mensch, der sozusagen als zweiter, dritter astral-ätherischer Körper lebt, nicht der materielle. Jeder von uns hat diese Hüllen mehr oder weniger entwickelt durch Karma. Ein Druidenpriester hat diesen höheren Menschen in sich gesucht, indem er sich gelöst hat von dem Niederen. Ja? Also, hat selbstverständlich keusch gelebt, einmal am Tag gegessen, Wasser getrunken, aus, und auch meditiert. Was ist das Geheimnis aller Einweihung, meine Lieben? Den höheren Menschen in uns neu zu gebären. So wie zu jener Zeit, als wir Eiwesen waren, Androgyne, wir aus uns Materie gebärt haben, jetzt brauchen wir zwei dazu, wenn wir es mal normal sehen. Und aus der Frau bricht es heraus und geht dann durch die Scheide in die Welt. Ja? Das ist das Geheimnis der Einweihung. Mir geht's nicht ganz gut, ich bin krank. Das macht mir nicht viel aus. Oh Gott, macht mir so wenig aus, als wenn ich schmutzige Jacke anhab. Ja? Nur, dass diese schmutzige Jacke ich eben so lange tragen muss, wie es geht. Das ist ja auch mein Karma. Aber ich sehe es sehr distanziert, mein Leben. Das kann ich euch sagen. Ja? Was ein Priester, auch ein Druide, wir sind ja beim Thema Druiden, aber auch Buch des Lichts, oder was ein Einzuweihender in einem Leben durchmacht. Das machen wir in Tausenden von Leben durch. Deshalb rate ich jeden natürlich von der Einweihung ab, es ist doch klar. Wollt ihr euch denn umbringen? Ja. Es gab aber, auch in der atlantischen Zeit und so weiter, solche, die geleuchtet haben im Dunkeln, das waren eben Gottmenschen. Ja? Die sind später gefallen und das Resultat seht ihr ja heute. Schaut euch mal die bunte Presse an. Schaut euch diese Monarchie an, was die sich angeblich Könige, Prinzen und so weiter nennen. Und eigentlich das sind was. Da hat mal ein Politiker in England einen interessanten Satz gesagt. War die Frau eines Politikers. Er war wohl Staatspräsident und musste immer zur Königin. Da hat sie eines Tages gesagt, ich gehe da nicht mehr mit. Sagt er, warum? Sagt sie, das sind emotional gestörte Schmarotzer. Das ist die richtige Bezeichnung dieser Herrschaften von heute, die sich eine Krone aufsetzen, wo früher ein Heiligenschein geleuchtet hat, meine Lieben. Wie tief sind wir gesunken. Und wenn die Druiden oder Druiden, welche die Führer der übrigen Menschen sein wollten, mussten sie diese Einweihung nicht nur empfangen, sondern auch überleben, meine Lieben. Überleben, ja? Wisst ihr, wie es ist, wenn man einen beschmutzten Astralkörper hat, der vom Einweiher aus dem Körper gelöst wird und dann runter in die Astralebenen? Und die sehen, oh, da ist einer von uns, den fressen wir gleich. Und die reißen die Substanz in Stücke. Und der wird dann zurückgeholt und wieder in den Körper getan, in den physischen. Ich möchte nicht wissen, wie die manchmal ausgesehen haben. Also, der Mensch, der ist tiefer gestiegen als der astrale Mensch, das ist uns doch klar, oder? Je tiefer gestiegen, je dichter die Materie. Wenn er sie überwinden will und den hohen Zustand wieder erreichen, muss er sich vom Physischen ein bisschen abwenden. Natürlich schaffen wir das nicht in einem Leben. Komm, machen wir uns doch nichts vor. Ja? Ja, vielleicht ist ein Heiliger unter euch, ich weiß es nicht. Aber die Sache ist doch die, meine Lieben, dass das Ganze beim Eingeweihten ein Leben gedauert hat, zusammengerafft in einem Leben, die gesamte Entwicklung von Millionen von Jahren, na, ich würde mich nicht trauen.
glaube, ich habe mich mal getraut. Ich glaube, ich habe mich mal getraut. Ja, nicht in diesem Leben, keine Angst. Also, wenn der höhere, astrale, feinstofflichere Mensch geboren werden soll, muss er auch rein sein. Ja? Und das ist eine ganz neue Geburt. Und der in die Materie untergegangene Mensch, der wurde bei den Druiden belebt, muss durch eine Reihe von Erfahrungen gehen. Ja? Und das sind natürlich Etappen, meine Lieben. Man wurde zum Beispiel einweihungsmäßig vor einem, man nennt das Thron der Notwendigkeit geführt. Hohoho. Astral stand man vor dem Abgrund, da übrigens auch mit physischen Leib manchmal verbunden, und hat erfahren, wie es ist, in den niederen Naturreichen zu leben. Warum können wir das erfahren? Na, weil wir das schon mal waren. Das ist Einweihungsvorgang. Der Einzuweihende führt dich in einen Stein, in eine Pflanze, in ein Tier. Damit du dich wieder erinnerst, embryonale Rekapitulation, die du sowieso in Utero gehabt hast. Der Mensch ist ja Mineral und Pflanze auch. Aber der gegenwärtige Mensch kann das nicht so erfahren und erleben, was die elementaren Stoffe erleben. Und doch ist es so, dass wir auch Mineralien und Pflanzen sind. Daraus bestehen wir ja auch, aus diesen Substanzen. So, wenn man das mal wieder erlebt hat, wie das ist, dann kam bei den Druiden auch die nächste Stufe. Man hat den Menschen vor alles geführt, was im Tierreich lebt. Da hat er gesehen, die Leidenschaften, die Begierden, wie das durcheinander wogt und wirbelt. Entschuldigt, mein Lieben. Das musste der Mensch anschauen beim Druiden. Weil die Einweihung hatte den Zweck, hinter die Kulissen des Ganzen zu schauen. Hinter der Welt der Erscheinungen. Da sagen wir wieder, das ist Nirvana, das ist die Welt der Monade. Zurück über die Reflexion bis in den Urgrund, den ja niemand hier verlassen hat. Ihr wisst schon warum, ja? Gut. Wir haben den Urgrund nie verlassen. Und wer jetzt noch sagt, ja, aber im Buch des Lichts steht doch, dass wir ihn verlassen haben. Ja, kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Ja? Wenn du in einem Spiegel erscheinen willst, verlässt du da das Zimmer, den Raum? Ich glaube nicht. Du erfährst dich durch Spiegelung, durch Reflexion. Die physische Hülle, so lehren die Druiden, die verdeckt ja nur, was so im Astralen ist. Das heißt, wir sind ja, das Ganze ist ja ein Organismus, was Einstein nicht wahrhaben wollte, dass es Äther gibt. Er hat gesagt, Äther gibt es nicht, weil den brauchen wir nicht. Tja, mein lieber Albert, da hast du einmal zu wenig abgeschaut von deinem Patentamt, wo du die meisten Patente und die ganzen Wissenschaften sowieso von anderen abgekupfert hast. Aber entschuldigt bitte diese unbuddhistische Bemerkung. Ja, gut. So, das Tierreich. Jetzt erfährt er mal, was da los ist. Wer eingeweiht werden will, muss hinter das Maya sehen oder die Maya. Illusion. Da fallen die Hüllen, mein Lieben. Da wird der Mensch zum Priester, der Druide. Und die Triebe, wenn man die Hüllen eingedämmt hat, die Triebe, wenn man die loslässt, werden die furchtbar. Mit loslassen meine ich natürlich, wenn man sich denen hingibt. Aber auch, wenn man sich von ihnen löst, dann merkt man erstmal die Beschmutzung durch den Hüter. Aber das war eine notwendige Beschmutzung. Wir wollen doch nicht päpstlicher sein als der Papst. Oder nicht heiliger als der Papst. Und der ist nun überhaupt nicht heilig, das nebenbei. Gut. Das führte zur dritten Anschauung der Einweihung. Die Natur per se, das werden viele ohne Vorbereitung nicht begreiflich finden.
in den Naturkräften walten gewaltige, okkulte Kräfte. Da drücken sich Weltenleidenschaften aus. Meine Lieben, so wie es Leidenschaften zwischen zwei Menschen gibt, so gibt es Leidenschaften zwischen Sonnensystem und innerhalb von Sonnensystem. Es ist kein Unterschied. Ihr glaubt ja, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Seht euch doch mal an, was kosmisch alles passiert. Das sind ständige Explosionen. Das ist ein Drama. Und dieses Drama erlebt der Einzuweihende voll. Allein da kann er schon einen Schock erleben, dass er gar nicht mehr aufsteht. Aber seine distanzierte Sichtweise, die bereits schon eine monadische ist, die lässt ihn das durchstehen. Es ist so, als wenn wir im Hochstand sind in der Wildnis und da unten zerfleischen die sich. Wir werden dessen gewahr, aber Gott sei Dank sind wir nicht involviert. Das ging aber nur, weil wir hochgekrabbelt sind in den Hochstand. Diese Kraft, die man braucht, um den Hochstand hochzuklettern, ist die Überwindungskraft gegen die Triebe, die uns bewegen, die uns notwendigerweise bewegt haben. Das ist nun mal so. Ja? Wenn man diese Triebe nicht hätte, könnten wir gar nicht so schön erleben, wie man sie wieder los wird. So. Das ist genau das, was der Mike Tyson in seinen erfolgreichen Vorträgen, das müsst ihr euch mal auf YouTube ansehen, nicht sein Boxen, sondern wie der auf Tournee geht und die Hallen füllt. Da ist nur er und die Leinwand. Und er erklärt sein Leben, wie Einweihung. Er erklärt sein Leben, sein Vater war Zuhälter, seine Mutter eine Hure. Er erklärt alles. Und sagt, ich will mich aber nicht darauf ausruhen. Ich will auch wachsen. Ich will, dass meine Kinder mich achten, sagt er. Nicht wahr? Und dann hat er jetzt eine Frau gefunden, hat geheiratet und ist einigermaßen, sagt er, in der Spur. Gelingt nicht immer, kann man vorstellen. Schaut euch den mal an, was da für Energien toben und brodeln, ja? Tja, meine Lieben, so ist Einweihung. Das ist eine Wirklichkeit, die hebt uns über uns selbst hinaus. Und da gibt es aber auch Gefahren. Der Mensch sagte, er kann nichts tun gegen die Naturgesetze. Aber das sind auch Gedanken, schaffende Gedanken, ja. Man kann was tun dagegen, wie denn? Na, man kann sich lösen davon. Nach dem Motto, ich habe nichts damit zu tun. Oder, wie der große Buddha sagte, ich habe nichts mehr mit dieser Ordnung der Sinn der Welt gemein. Entschuldigt meine tölpelhafte Redeweise. Ich habe nichts mehr mit der Ordnung der Dinge gemein, sagt der Buddha. Er stiehlt sich hinaus aus die Welt, aus der Welt nach Nirvana. Da können ihn jetzt andere noch so sehr beschuldigen und sagen, wie kann er das nur machen? Das stört ihn nicht, er ist in Nirvana. Gut. Wenn jemand druidisch, auch bei den Druiden, diese Stufe schon erreicht hat, dann ist er ein Okkultist, er hat Macht. Er kann damit auch höhere Wesen schwarzmagisch täuschen. Geht auch, meine Lieben, muss man so aufpassen. Deshalb wird in der Einweihung werden Wahrheiten nicht nur gesprochen, sondern erfahren. Ich habe immer davor gewarnt, nur das Buch des Lichts zu lesen und sich dann in hochgeistigen Diskussionen zu ergeben, ohne empirisch sich selbst nachzuweisen, dass das stimmt, nämlich in der Seelenatemmeditation werden wir früher oder später diese Ebenen kontakten. Das heißt aber auch, dass wir uns jetzt schon vorbereiten für eine höhere Ebene. Wenn wir ein Sotapanna werden und so weiter, der vielleicht nur einmal wiederkommt und dann in die hohen Ebenen geht und so weiter und so weiter. Der Missbrauch der Kundalini-Energie eines sich Loslösenden ist sehr, also ist eine Versuchung. Es gibt die Geschichte von Gurus, die keinen Sex haben, die im Wald leben, die nur einmal am Tag essen, die trinken, die meditieren, die aber in sich den Unmut züchten.
die können andere mit Blicken töten. Meine Lieben, denkt mal darüber nach. Und in atlantischen Zeiten, da hat man sich mit Energien beworfen. Da hat man geschrien. Mit Lauten von hoher Frequenz konnte man andere töten. Da hat man Qigong-Energien, aber tausendfach stärker als die, die jetzt gezeigt werden oder entwickelt werden, hat man sich gegenseitig bekämpft. Meine Lieben, man hat astrale Waffen gehabt. Da brauchte man keinen Boxhieb oder Karate oder sowas. Man hat mit seiner Astralhülle die Schwingung, hat man Schwingungswaffen ausgesetzt. Tesla wäre entzückt, was da alles so passiert ist. Gut. Obwohl ich nichts Tesla nachsagen will, das ist natürlich... Jetzt plötzlich klammert man sich an seinem Namen, baut Tesla Autos und alles. Früher haben sie ihn ausgelacht. Ja, ja, meine lieben Wissenschaftler. Ihr eignet euch Namen an, ohne sie zu respektieren und ihnen Ehre zuteil kommen lassen. Und ihr klaut das, was andere schon längst entdeckt haben. Ihr solltet euch was schämen. So, jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Jetzt bin ich natürlich auch einer Leidenschaft ein bisschen nachgegangen. Ich muss sie gleich zähmen und ja. Und das ist also, meine Lieben, die empirische Erfahrung, also die eigene persönliche, dessen, von dem ich hier rede. Und auch die Erfahrung der Lehre als richtig. Ja? Das kann man nicht nur durch Diskussion. Das muss man parallel, pari passu, mit der Meditation machen. Dann wurde die Schlange durch den Hierophanten übergeben. Was ist denn das, meine Lieben? Die Druiden wussten das auch. Das ist auf geistigem Gebiete dasselbe, was im Physischen der Ansatz vom Rückenmark ist. Ja? Die Tierhalter sehen wir ein Hochkommen durch Fische, Amphibien hinauf bis zum Gehirn der Wirbeltiere des Menschen. Und dennoch stammen die Tiere vom Menschen ab. Aber in dieser Runde erst, sozusagen. Wer es zu fassen vermag, der fasse es, meine Lieben. Wir haben genauso gut geistige Wirbelsäulen. Wir haben auch geistige Gehirne. Wenn einer Demenz hat oder etwas vergisst und es plötzlich sich wieder erinnert, dann bedeutet das nur eins. Die physischen Synapsen haben mal für einen Moment nicht funktioniert. Die ätherischen sind da. Er weiß, dass es da ist, deshalb ist auch die Wut der Demenzkranken. Die sind manchmal sehr wütend. Die wollen etwas sagen und es fällt ihnen nicht ein. Sie sind so wütend. Die waren bereits, vielleicht waren die große Wissenschaftler. Hohe Persönlichkeiten. Ronald Reagan hat zu seiner Frau gesagt, als sie ins Schlafzimmer kam, wer sind Sie? Ich rufe die Polizei. Ja? Er wusste in seinem ätherischen Gehirn, wer sie ist. Und hat sich auch manchmal erinnert. Aber im physischen hat es nicht ganz geklappt. Meine Lieben. Befasst euch mit dem Buch des Lichts und auch mit der Lehre der Druiden, die dem parallel geht. Das ist eigentlich dasselbe. Mehr oder weniger. Und der Mensch geht dann in der Einweihung, ist eine solche Entwicklung im normalen Leben durch viele Leben hindurch, ist klar. Und hat dann das geistige Rückgrat. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Das sind die Windungen des Labyrinths. Hat zu tun, also auf dem geistigen Plan dasselbe, was Gehirnwindungen sind. Schaut euch das mal das Gehirn an. Ist es nicht ein Labyrinth? Ja? Ja, der Eingeweihte, der das überlebt hat, der musste Verschwiegenheit schwören. Vor ihm lag ein blankes Schwert und er musste den stärksten Eid schwören, bei der Artus-Sage und so weiter auch. Er musste nun schweigen über seine Erlebnisse gegenüber jedem, der nicht eingeweiht war. Das ging dann mit Todesstrafe, ja? Man konnte das nicht so ohne weiteres mitteilen. Aber man konnte in der Erzählung Sagen gestalten und sagen in der Legende, ja, was das ist, aber symbolisch verkleidet.
Und solche Leute hatten natürlich über andere eine große Gewalt. Die haben dich angesehen, durch dich hindurch gesehen, die haben alles gesehen. Die konnten deinen Astralkörper lähmen, dass du dich gar nicht mehr bewegst. Ja? Und das war natürlich eine große Macht, die leider auch missbraucht wurde. Ja? Die Druidenpriester waren einfach die Leute, die im Dschungel oben auf dem Hochstand waren, in der Wildnis. Die erzählten, aber sie erzählten von höheren Wahrheiten. Und wenn auch symbolisch, so drang doch die Essenz in die Seelen der Lauschenden ein. Man sprach manchmal zu einfachen Menschen. Aber auch einfache Menschen sind Monaden in Manifestation. Und das Monadische in ihnen durch die Schwingung der Legende wurde erhöht. Ja? Und man konnte zumindest sagen, auch wenn ein Priester zu einem ganz normalen, ein Druidenpriester zu einem ganz normalen Menschen gesprochen hat, konnte ihn damit, Jesus hat gesagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern auch vom geistigen, feinstofflichen Brot dieser Lehren. So konnte der Druidenpriester im Menschen das Fenster zur Monade, zur wahren Wesenheit öffnen. Das versuche ich hier auch, meine Lieben, mit euch und mit mir selbst. Ich sag's euch. Ich kenne keinen friedlicheren Zustand, als den gar nichts mehr zu wollen. Klingt seltsam, ja? Versucht mal wenigstens einmal einen Tag in sowas reinzukommen. Ja? So, das waren also die Märchen von damals, die von den Druiden auch in Legendenform an jene, die nicht eingeweiht waren, weitergegeben wurden. Und das Christentum baute sich dann auch auf diesen Sachen auf. Ja? Da wurde dann, gab es auch Rituale, wo der Druide dann aus einem Getränk, aus einem Menschenschädel getrunken hat und gesagt hat, ich werde nicht das Geheimnis enthüllen, wie man sich bereits in einem Leben von allem Weltlichen lösen kann und Gott werden kann. Das Buch des Lichts lehrt, du bist Gott. Und damit du das auch hier in der Welt weißt, bist du hier. Im Urgrund weißt du es sowieso. Und meine Lieben, wenn das mehr als Theorie sein soll, dann müssen wir uns in der Meditation wenigstens einmal am Tag von allem Weltlichen lösen. Das ist eine stufenweise Entwicklung, das geht. Dann können wir ja wieder ins Leben hineingehen, aber wir gehen ein bisschen mehr detached, losgelöst. Es mag eine, ich vergebe zum Beispiel, ich verleihe spirituelle Namen. Das tue ich mit der Macht und Autorität, es ist Johann im Namen des Buches des Lichts. Und wenn ich das tue, weiß ich, dass das bei Menschen manchmal radikale Veränderungen hervorrufen wird. Mein Name Lanu, das ist der Schüler, der hat einiges bewirkt, ja, für mich. So. Der Mensch ist also, wenn er ein druidischer Priester war, ein Druidenpriester, hinausgewachsen über den Leib, hinausgewachsen über sein Anatta. Ja? Er betrachtete ihn wie ein Gefäß, mehr nicht. Und der Leib hatte keinen großen Halt an ihm. Er hat den Leib diszipliniert, wie man liebevoll einen Hund zähmt. Nicht mit Gewalt, nicht mit Askese, mit Schlagen, sich selbst schlagen und so weiter. Dieser ganze Quatsch, der nur die weltliche Lust noch mehr anstachelt. Liebe Mönche und Nonnen, ihr wisst, wovon ich rede. Ja, ja. So ist also der Druidenpriester, steigt immer höher in immer höhere Geheimnisse, immer feinstofflicher in höhere Welten. Ja? Das ist die Geschichte von Baldur, der in einen riesen Palast geführt wird. Das sind funkelnde Schwerter. Da kommt ihm ein Mann entgegen, der wirft 7 Blumen hinaus. Himmelsraum, Cherubin, Demiurg, also das ist dann ein Sonnenpriester.
Dahinter steht natürlich die Planetenkettenlehre im Buch des Lichts und so weiter. Wenn wir die Edda-Erzählungen lesen, dann wissen die meisten nicht, dass das genau das ist, was sich in den Druiden- oder Trottenmysterien ereignet. Das ist eine Macht über Leben und Tod. Das ist das höchste Heiligste. Natürlich gab es zur Zeit des Christentums auch nicht viele schwarze Magie. Ja. Das ist klar, auch die Reinheit kann man umkehren und sie wird wieder zur Beschmutzung. Ja. Das ist das Problem, das also überall zu finden war. Und so entwickelte sich das Christentum und die Druiden waren für sich sozusagen dann, ja. Und das Ganze ist natürlich hochokkult und da hat natürlich der Begriff Okkultismus ziemlich, eine ziemliche negative Bedeutung, ja. Wenn wir die Druidentempel ansehen, da wurde kein Stein auf den anderen gelegt wie heute, braucht er nicht zu denken. Das waren genau astronomische Maße. Türen nach Himmelsmaß, wie bei der Pyramide. Die Druidenpriester waren Menschheitsbauer. Eine schwache Fortsetzung dessen finden wir in den Anschauungen der Freimaurer, ja? Die leider auch sich sozusagen das also, meine Lieben, ist so ein bisschen eine Andeutung von dem, was bei den Druiden und in den alten Druidenlogen während der Einweihung geschah. Und das hat natürlich zu tun immer mit der Loslösung des Höheren vom Niederen. Aber um sich vom Niederen lösen zu können, muss man oft erstmal so richtig tief reingeschaut haben, damit wir erkennen, was wir nicht sind. Mit anderen Worten, liebe Selbsterkenntnis-Seminarleute, lasst euer Törichtes treiben. Ja? Es führt zu gar nichts. Ihr nehmt den Leuten viel Geld weg und führt sie in die Irre. Wenn ihr denen verspricht, dass sie sich selber finden können, dann ist das die größte Tölpelei, die ich mir vorstellen kann. Sondern ihr solltet ihnen lieber, zunächst mal solltet ihr das Buch des Lichts studieren. Und dann solltet ihr diesen lieben Leuten lieber zeigen, was sie essentiell nicht sind. Das ist die höchste Einweihungstechnik, die man sich vorstellen kann. Und die ist auch einem Fünfjährigen eindeutig und einsichtig. Was bin ich nicht? Alles, was ich wahrnehme als entstehend und vergehend. Anstatt nun mich selbst zu suchen, lasse ich doch lieber los, was ich essentiell nicht bin. Wenn ich wissen will, wie ich nackt bin, dann ziehe ich mir die Kleider aus. Das ist doch ganz einfach. Ja? Nun ist das natürlich wiederum nicht so einfach, denn mit Kleidern, die kann ich ablegen, mit denen identifiziere ich mich nicht so. Obwohl es Menschen gibt, die sagen, Kleider machen Leute und identifizieren sich ganz klar mit Kleidern. Wenn du da einen kleinen Fleck drauf machst, dann drehen die durch. In gleicher Weise identifiziert sich der Mensch natürlich mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Körper. Zu jeder Zeit der Veränderung ist natürlich töricht, denn er sollte da schon sehen, ich bin ja kein Baby mehr, ich bin ja kein Kind mehr, ich bin kein Jugendlicher mehr, sei mal ein alter Mensch dann, oder in dem Moment. Aber die Situation ist so präsent, dass er sich damit identifiziert, vor allem in der Jugend. Die jungen Menschen sagen, forever young. Denn es gibt ihnen so ein Unsterblichkeitsgefühl. Sie schauen sich in den Spiegel, sehen ihr Anatar, das blendend jung ist, und sehen einen Greis neben sich vielleicht oder da vorne und bedenken ihn mit Verachtung.
nicht wissend, dass sie selber einmal so sein werden. Lasst doch endlich los, was ihr nicht seid. Ehre sei dem Buch des Lichts. Aber was Stonehenge anbelangt, diese Bauten, die berühmten, diese Steine, die sich in den Himmel reckten, den Sternen entgegen, damit hatten die Druiden weniger zu tun, als man glaubt. Hier ein Hinweis, das Buch des Lichts lehrt, das sind atlantische Strukturen, die mit den jeweiligen Sternkonstellationen verbunden waren und zur Zeit der Erbauung gewisse magische Strukturen und Kräfte ermöglichten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dazu müsst ihr das Buch des Lichts lesen. Danke. We must have been lovers.